irgendeine Aussage hast du dich ausgezogen, okay. Dann hat sie irgendwas gesagt, was dir aber sowieso egal war, weil ich wusste, dass mein Spruch gesessen hat. Ich hab sie einfach wieder geküsst, Hab ihr danach ein Kleidungsstück nach dem anderen ausgezogen. Immer wieder betont, dass ich keinen Sex mit ihr haben werde, wenn sie gemuckt hat. Das habe ich durchgezogen, bis sie schlussendlich nackt unter mir lag. Du beschreibst dann eine Vergewaltigung. Und dann hast du immer geantwortet mit, ich werde nicht mit dir schlafen. Du beschreibst dann eine Vergewaltigung. Auch wenn einer so wie bei Drachen und so vor meiner Tür stehen, Alter, da wird die Mannschaft anrücken. Da wird die Mannschaft sowas von anrücken. Das wäre so nice. Ich warte nur darauf, Alter. Wenn du immer so ein Diff-Britter vor meiner Tür stehen würde, Alter Vater. Digga. Ich find das so nice. Ja, du hast meinen Text gelesen, aber du hast es jetzt so extrem hässlich hingestellt. Ich würde sagen, dafür fliegst du jetzt auch aus dem Chat. Ich habe nur deinen Text gelesen. Nee, das war alles freiwillig von ihr. Sie hatte keine Lust mit mir zu schlafen, weil sie ihre Tage hatte. Aber sie hatte Lust mit mir zu schlafen. Verstehst du das? Bist du dir sicher? Ja. Absolut. Also sie hatte keine Lust mit dir zu schlafen, aber sie hatte Lust mit dir zu schlafen. Du beschreibst dann eine Vergewaltigung. Und dann hast du immer geantwortet mit, ich werde nicht mit dir schlafen. Du beschreibst dann eine Vergewaltigung. Auch wenn einer so wie bei Drachen und so vor meiner Tür stehen würde, Alter, da wird die Mannschaft anrücken. Da wird die Mannschaft sowas von anrücken. Das wäre so nice. Ich warte nur darauf.